Auf die Bärte, fertig, los. Viel Spaß bei der Show wünscht Philips OneBlade. Eine Klinge, alle Styles. Spiele mit besonders schönem Bart. Sammelt die inneren Dämpfe. Und dann zeigt das offizielle Mann. Die Schüssel, geil. Ne? Vielleicht kann man daraus ein T-Shirt machen. Aus dem hier? Also nicht, naja, nicht aus uns. Müssen wir noch aber voranhalten oder so? Dieses geile Zeichen. Alter. Wir sehen aus wie ein, wenn so ein Massenmörder unsere Leichen dann ausgestopft hätte und dann einen menschlichen Borkenkäfer darstellen würde. Wie konnte das nur passieren? Was? Was ist mit dem Computer? Unser Plan war doch so perfekt. Warum ist alles schiefgegangen? Unser Plan war doch so. Wenn du das mal genau guckst, so die kämpfen ja auch, die Borkenkäfer. Die verhaken sich ja immer so mit ihrem Geweih. Achso, ja, nein, ich meine, in die andere Richtung mit dem Arm, ne? Dann sind wir unsere Geweih, da sind die außen. Ich bin dein lebendes Tentakel. Guck mal, ich bin meine Hand ist fast. Ist für dich fast wie Haar. Mehr Hals. Mal so. Kannst du es einmal. Kannst du. Warte mal, weißt du? Leg mir mal einen Scheitel mit deiner Hand. So, ja? Ich leg es so, mal. Warte mal. Machen wir den. Schon nicht schlecht. Können wir mal die Close-up haben, Herr Regie? Die nah dran. Ja, fast. Oder? Hand. So. So. So ein bisschen. Für ein Teaser-Bild kann man das nehmen. Mhm. Okay, mal. Es ist deine Glatze, ist zu heiß. Machen wir mal einen Mittelscheitel. So. Nein, hör auf! Ah, ich hab Simon Schwitzi jetzt mit. Wir haben Glatzen. Ja, ich hab Glatzen. Ne? Ich find's aber schön. Ich hab gerne deinen. Ja, ich hab gerne, also wir berühren uns gerne. Ja. Ne? Das ist nicht das Problem. Mehr schauen bitte. Jetzt ein bisschen Wasser. Auch wenn wir Kleidung anhaben. Da saß mit dir in der Wanne. Röri, wir ist auch wieder da. Das Wannenbild, ne? Habe ich die Künstlerin angeschrieben und habe gefragt, ob wir das für T-Shirts kriegen können. Und sie hat das erlaubt. Das Badewannenbild von dir und mir gibt es bald als Design im Shop. Oh, du meinst, also. Künstler haben nämlich 25% bei uns. Kriegen 25% von dem, was wir verkaufen. Also nix von nix. Ja. Aber immerhin. Aber ihr könnt dafür sagen, ey, Teil von Rocket Beans. Tragen Sie auch 25% der Verluste, wenn sich was nicht verkauft? Das machen wir dann im Kleingedruckten. Das machen wir im Kleingedruckten. Das klären wir via Vertrag. Nee, aber das finde ich eine ganz coole Sache, unabhängig von dem, falls die Leute es nicht gesehen haben, wir haben ja vor einiger Zeit mal, das war, für was war das? Für meinen Beef Junior Teaser oder so? Du bist ja zu mir in die Badewanne geklettert. Für den Gag, ne? Und nein, das war doch, war das Beef? Ja, das stimmt, war, du hast recht, das war Beef Junior. Und ich habe da einfach parallel noch mal ein Spiele mit Bart-Teaser draus geschnitten, den ich auch sehr gut fand übrigens. Es ist so eine animalische Anziehungskraft, die von uns beiden ausgeht, ja? Dein Haar hier oben, mein Haar hier unten. Also mein Haar will eigentlich an dein Brusthaar andocken. Der Minuspol, der Pluspol, ne? Und theoretisch, wenn du noch den Fladen komplett hättest, dann würde. Genau. Das so rausziehen. Da ist dann die Glatze. Wenn wir die Glatze aneinander reiben, dann wisst ihr nicht, was passiert. Es sind so wie diese, es sind so wie so kleine metallische Sägespäne. Du weißt, welche ich meine. Wenn du da Magneten dran hältst, ja. Dann die gehen so in deine Kahnstellen. Genau, sie wollen. Sie wollen. Da. Also wir hatten dieses Bild in der Badewanne gemacht und ich meine, es existieren von dir und fast allen On-Air-Leuten hier irgendwelche leicht erotisch zu interpretierenden Szenen. Ja, wie oft du mit jedem im Bett lagst. Ich wollte gerade sagen, ich würde es jetzt nicht erotisch nennen. Vielleicht einfach. Einzige Erotisches zwischen uns. Wir waren häufig nackt. Nein, jetzt hör mal auf! Ah, das ist. Ich gehöre nicht hin. Nein! Das ist eklig! Mein Darling! Oh Gott, ich hab's. Ich würde ihn so gern zwoffeln. Es ist einfach nur, was die Leute dann draußen auch spüren, wenn sie dieses Bild angucken. Jeder hat das auch gespürt. Da gab es Fanart, sogar mehrere verschiedene Sachen. Eines davon wird eventuell als Shirt bei uns dann auftauchen. Ja, also wir nehmen gerne eure Ideen an. Ich persönlich, wenn es an mir gehen würde. Wir haben das mal kurz irgendwann mal versucht, konnte man bei uns Bilder, selbstgenannte Bilder hochladen, hat damit natürlich dann auch ein bisschen die Rechte abgegeben. Mhm. Anders ging es ja leider nicht. Dann durften wir die verwenden, durften die zeigen, durften die eben auch, ja, manche davon auch drucken. Mhm. Ja, also haben wir nicht gemacht, aber hätte ich mir vorstellen können. Also, wenn ihr geile Ideen habt, ein geiles Design habt, wir spielen mit Bart,
So minimal, es muss halt gut aussehen, ne? Das ist unser Problem. Wir haben selbst keine Ahnung davon. Und wenn wir Sachen machen, sehen die scheiße aus. Mal gucken, was davon passiert. Irgendjemand hat seinen Kaffee dahingestellt. So eine Scheiße hier, es ist Do you want coffee? Listen, I just made coffee. Does anybody want coffee? Who wants? Da müsst ihr mal aufpassen, Regie, nicht einfach so den heißen Kaffee frisch, einfach so. Mensch, wegen dem Papprohr. Ja, sorry, das möchten wir auf jeden Fall noch mal damit meinen. Das ist nicht schlimm, es ist nicht mehr zu sehen, dass das gerade ist, alles weggesickert. Es ist eh sowieso außerhalb vom Kamerabereich, also du kannst ja machen, was du willst. Außerdem, wir drehen als nächstes sowieso nicht weiter hier. Kein Cappuccino mehr. Zur nächsten Folge, Simon, wir spielen weiter Arctix. Du machst dir hoffentlich schöne Gedanken. Oh Gott, oh Gott. Lustig wär's, wenn das so wie bei GTA San Andreas funktioniert, wo der Friseur dann kommt und dir quasi lange Haare dran rasiert und Bart. Ne? Du machst immer besitzt oder fährst du einen Bart, den du vorher nicht hattest. Wir hatten auch mal eine Idee für ein Rasurspiel, für ein Friseurspiel. Kann ich mich noch erinnern? Das war damals von Mark Wambusch die Idee. Für die Wii. Dass du quasi so einen Kopf hast und dann kannst du mit den Wii-Dingern so die Haare schneiden. Oh, das finde ich, nee, da kann ich nicht mehr dran. Ja? War eine gute Idee, ne? Oh, bis heute ist immer noch eine gute Idee. Aber wir hatten sogar Entwickler, aber am Ende, wie immer, versandet es und dann wird nichts stattfinden. Geht zu Nils in die App dann. Ja, oder ich wollte auch irgendwann auf den Sender machen, die Idee ist leider schon umgesetzt worden, aber es gibt ja auch das V-Baby. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Es ist so von, ich glaube, aus dem erweiterten Cookie-Mama-Universum, ja. Also ist so, was ich denke, oder so ein Tamagotchi mit einem Baby. Nee, es ist quasi eine Baby-Puppe und der kannst du eine Remote in den Hintern schieben. Finally fasten the Velcro back into place. You must be sure the speaker and home button on the Wii Remote are visible at all times. Quasi auf dem Fach. Und dann musst du die so wiegen. Dann wiegen. Und vielleicht, also schütteln darf man ja nicht, aber so wackeln. Oder so ein bisschen, bis vorne was rausfällt und dann läuft die Software und dann musst du das rhythmisch. Rum und dann, ach, Bäuerchen und. Alter, furchtbar. Ich schätze mal so, bisher habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht irgendwann mal demnächst. Mama delivers a whole new way to play Wii with Babysitting Mama. Happy! Yay! Tuck your Wii Remote into Baby, connect your Nunchuck, then. Hold the baby, let Mama. And watch your huggable newborn come to life. Perfect! Arctix, haben wir angefangen und sind gerade bei Skinner und unserem Schäpke im Büro. Mulder und Scully sind weg. Scully. Muldi. Mulder und Skulder dabei sind. Sie sind kein Paar. Wir haben uns dieses Foto reihenweise angeguckt. Mit immer noch mein Lieblingsfoto. Den Hinweisen. Und wir sollen denen wohl jetzt hier hinterherreisen. Das machen wir jetzt auch mal. No? Wir haben viel gelabert die letzten anderthalb Stunden, aber jetzt kümmern wir uns um den Fall. So, warte mal, ich möchte das Ding entklicken. Und ich möchte das nicht. Ja, ich möchte das auch nicht. Also, aus deren Sicht haben wir ihn jetzt, wir haben uns hingesetzt, haben ihn alle immer wieder versucht, dieselben Sachen zu geben. Und jetzt sitzen wir seit 5 Minuten ihnen gegenüber, sagen nichts. Das aber ist so ein bisschen, aus ihrer Perspektive sind wir schon vielleicht nicht der Beste für den Fall. Nee, und wir haben es auch zwischen den Folgen einfach mal laufen lassen für eine Stunde jetzt hier. Die Sache ist, ich denke immer noch, dass sie einfach auf Protokoll stehen. Ne? Das heißt, die warten, bis ich was gesagt habe, um ihr Spiel wieder abfahren zu lassen. Ich will mal sehen, wie kann ich das denn? Ich will mit denen eigentlich. Ah, ich will eigentlich nur reden mit denen. Also das haben wir ja alle schon gefragt. Liebespaar haben wir gefragt. Guck mal, wir haben keine. Frag ihn noch mal, den Oberhoshi. Okay, du, da sind noch mal Sachen. Wissen Sie von etwas Ungewöhnlichem in Everett? Da ist nichts, was mir bekannt wäre. Der Fall mit dem. Mit wo das passiert ist, was mit dem Ding. Was war das noch mal? Was war das für ein schlimmer, schwieriger Fall, an dem er gerade sitzt? Da war ein Zettel, irgendeine E-Mail. Wir haben es gelöscht, egal. Die Pizza-E-Mail. Ja, ist was egal. Wird aus meinen laufenden Fällen? Übergeben Sie sie, Cook. Ich weiß, er ist beschäftigt, aber das hat Priorität. Also wir gehen da nicht mal mit Setzen Cook. Sie eine Vermisstenmeldung von Mulder und Scully auf und übergeben Sie Ihre laufenden Fälle an Cook. Direktor Skinner wird dann gleich zu Ihnen kommen. Protokoll. Das sind 2-3 Klicks, damit wir kurz mal an den Rechner gehen und man das Gefühl hat, ein FBI-Agent zu sein. Oh, guck mal, Mr. Shanks. Ich glaube, du machst dir noch mal den Arm kaputt, mein Junge, mit dem. Das mit ist aber auch geil. Tja, schau dir das einfach, hat schon eine gewisse Geilheit. Schau dir einmal hier, wie das wurstet hier schon, ne? An der Kante. Ja? Es guckt hier schon so raus, wenn du es rausnimmst, hast du einfach so einen roten Schlauch dann nur noch über. Wobei. Ich muss auch sagen, kann man den Arm so lange drin lassen, dass wirklich, wenn ich ihn. Also er dass da nur noch Schlauch ist? Er schwillt an, dadurch wird er irgendwann wurstig. Und dann hast du irgendwann wirklich nur so eine Wurst mit zwei Finger, kleinen Finger, einem Gelenk noch, einem Glied. Hello. I like rusty spoons. I like
to touch them. So hier ungefähr, so. Na, rein theoretisch müsste sowas ja möglich sein. Du weißt ja auch, in manchen afrikanischen Kulturen, wo sie diese Halsringe haben, die sich damit den Hals zerstrecken, ne? Weil beim Wegmachen haben sie auch dann dieses. Ja, da guckst du, ne? Das geht auch. Na, ich gucke nicht, ich bin schockiert, was Leute alles machen. Aber es gibt ja alles. Es gab ja auch diese kleinen Füße im asiatischen Kulturkreis, wo sie auch die Füße so versucht haben, so klein und niedlich zu halten. Oh, es gibt so viele schlimme Sachen. Nicht jede Kultur ist geil alle haben ihre schlimmen Sachen. Ja. Dann gehen wir raus. Oh. Alter, gemein. Also, okay. Was ist passiert? Sie können das nicht verschweigen. Sie müssen mir sagen, was passiert ist. Ich sag dir das. Er kriegt jetzt die ganzen Jobs. Gemein. Oder? Und locker. Locker oder ernsthaft? Ernsthaft. Ich schwanke zwischen gemein und locker. Ich finde, gemein ist eigentlich Ist gemein. Oh. Was gibt's? Ja, jetzt warte doch mal, wir entscheiden. Aber wir müssen überlegen, ob wir dich ankeifen oder ob wir dir easy die Arbeit geben. Ist so ein bisschen, ich will ein bisschen herablassend sein, ganz ehrlich. Ich will ein bisschen locker sein, ne? So von wegen, ja, guck, mach meine Arbeit, ich mach jetzt Action. Ach, Sie wissen schon das Übliche. Vermisste FBI-Agenten. Wer? Die kommen aus Washington, Mulder und Scully. Männlich und weiblich. Hm. Was hat er denn für eine Antwort erwartet? Er hat doch alles gesagt. Also, der Blick, ne? Naja. Reden. Ich glaube, Shanks hat Ihnen schon gesagt, was Sie mit Ihren gegenwärtigen Fällen tun sollen. Ja. Achso, ja, wir müssen sie ihm geben. Dann müssen wir wieder zurück zu seinem Büro. Ach, okay, wir müssen ihn wahrscheinlich dann weiterleiten. Okay. Das ist auch der Aktenraum, ja, guck mal rein. Das ist ein Schrank. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich die Asservatenkammer. Der Asservatenschrank. Okay, und das ist wieder der Kaffeeraum. Oh. Oh! Okay. Oh, da haben wir. Ist ja alles dabei. Werkzeuge zur Beweissicherung. Fernglas. Binoculars. Oder Nachtsichtgerät. Lampe, ganz wichtig. Flaschenöffner. Ein Dietrich. Ja, den haben wir schon gesehen am Anfang, wie sie den eingesetzt haben. Und da eine, ich weiß nicht, ob dir dieses Gerät bekannt ist, aber das ist eine handliche Sofortbildkamera. Die ist so klein, damit kannst du unterwegs Fotos machen. Nein, doch. Oh. Aber wie kann ich denn da meine Sticker und so und wie kann ich das loopen zum Beispiel? Oder wenn ich diese Alters-App benutzen will? Das brauchst du gar nicht für die Alters-App. Du musst einfach altern. Hat man für die Alters-App noch altern müssen. Das ist die natürliche Alters-App, da brauchst du auch nichts runterladen. Damals mussten wir doch selbst altern! Das Einzige, was runterlädt, sind deine Gesichtszüge dann innerhalb der 20 Jahre. Und, Noch ein Fernglas? Ein Nachtsichtgerät war das. Siehst du, so sieht nämlich Nachtsichtgerät aus. Der hat auch die Modern Warfare 2 Special Edition sich dann geholt. Das Geile war immer, wenn du es angemacht hast, hast du dieses... Jetzt hast du so ein hohes Pfeifen gehabt. Und ich wette, das Gerät hat es nicht gemacht, weil es das allgemein macht, sondern sie haben einfach, damit es so danach klingt, das Geräusch separat eingespielt auf dem Chip. Das macht mehr nach Aufladen klingen. Hallo, Thaddeus, was musst du... Guten Tag. Das war hier schon so. Das waren wir nicht. Dieses Rohr, du wirst es mir aus meinen kalten, toten Händen reißen müssen. Du kannst gerne vorbei. Ja, aber du musst, es muss auch schnell vorbei sein mit dir. Kannst du auch gerne. Ruhig. Du musst unter meiner. Oh, okay. Ja, er geht hinter der Kamera vorbei, ist natürlich sehr smart. Ist wirklich smart. Ich wollte ihn gerade zum Teil des Entertainments machen. Wenn du getroffen wirst davon, ist es deine Schuld. Nein, mach nur mal weiter, Thaddeus. Wir lösen währenddessen einen wichtigen FBI-Fall. Also wir haben die Sachen abgeholt. Unser Zimmer war dazwischen, ne? Zwischen raus, Gang und dann. Also ein weiter und jetzt, ne? Genau. Und an den Rechner. Und von da, guck mal, diese ganzen Bilder und so, wir könnten ihn produzieren. Den Rocket Beans FMV. Der FM-Film. Ja, wir haben ja alles hier, müssen nur Leute haben, die dann Fotos oder Videos machen kurz. Ja, genau, erstmal die Fotos, ja. Du meinst, gib einmal. Kennwort. Gib mal Kennwort ein. Okay, dann gib mal, geh mal Passwort ein. Ihr Name. Lieblingsbürgerkriegsschlacht. Okay, es ist nicht gesperrt, sondern er gibt uns den Tipp. Ihre Lieblingsbürgerkriegsschlacht. Wir haben was an der Wand gesehen, von wegen Zeug. Lass uns doch mal rausgehen. Ja. Oh, nee. Nicht so raus. Das andere raus. Ist es da hinten nicht sogar so ein Ja? Ja, ist es nicht was? Das sind die alten Präsidenten vom Bürgerkrieg, oder? Na, das sieht eigentlich zu neu aus. Das ist Familie, die schon im Rahmen drin war, wo er den gekauft hat.
In Farbe vor allen Dingen. Ja, vor allem. Ach, die Auflösung ist der Hammer. Bürgerkriegsschlacht. Also oh. Die Files noch. So viel Arbeit. Vielleicht kommt das alles auch gleich. Ja. Das sind unsere aktuellen Fälle. Natürlich ist er beim FBI mit der Sauklaue. Das haben die extra, damit man es nicht lesen kann. Ja, damit man es nicht lesen muss vor allem. Ja, hier sind den White Power. Ach, Drogen. Ah, Drogen und Rubber Tubing. Natürlich. Drogen, Herstellung. Das ist da bei diesem Walter White Heroin Ring. Es ist so von wegen, dass damit heiraten Messsüchtige mit dem Heroin Ring. Ja. Ey, weil es fängt an, hatten wir schon mit Messdienern. Die Messdiener. Eskaliert es immer weiter nach oben und irgendwann bist du im Heroin Ring. Meinst du da die Messdiener? Na, für die Leute, die nicht richtig aussprechen können, schon ein Leben des Verbrechens. So, Da, oder? Kann nur ja, es ist, man soll es nicht lesen können, aber das könnten natürlich alles Hinweise sein. Ja, der hat irgendwo was aufgehängt hier. Ja, ne? Geh nochmal zurück und guck nochmal, irgendwo ist bestimmt was als Hinweis. Ist da ein Bürgerkrieg drin? Oh, oh, geil, die Waffe nehmen wir mit. Ich brauche keine Waffe. Ich ermittle ich mit dem Gehirn. Marke und die Schelle. Geil. I love it. Es läuft. Wir sind jetzt wirklich FBI. Das? Ein Tacker? Nee. Klebestreifen. Klebestreifen. Was macht er jetzt damit? Er isst ein bisschen, ne? Ach, was macht er denn da? Macht man das in Büros, wenn einem langweilig ist? Ne? Dass man sich Klebestreifen auf die Nase packt? Oder dass das Kokain nicht rausfällt, weil man nicht mehr richtig schnupfen kann, weil das keine Nasenscheide war? Das ist Endstadium Kokainsucht, wenn du es schon so manuell zukleben Wenn dir die Nasenscheidewand irgendwann weggekokst ist, dann nimmst du einfach mal ein bisschen Klebeband, wenn du das Heroin eingefüllt hast, und dann legst du dich nach hinten, ne, damit die Gravitation dann ihre Arbeit macht. Glaubst du, man merkt, wir haben beide keine Ahnung von Koks, ne? Das ist aber sehr was Gutes eigentlich. Ja. Und du arbeitest beim Fernsehen, wirklich? Ja, wir sind im Fernsehen nie angekommen. Wir sind 10 Jahre zu spät angekommen, ne? Sehr froh, wir wären in den 90ern in die große Koks-Zeit gekommen bei RTL. Ja, wir haben es ja geschafft, dass wir bei jeder Plattform immer zu spät kommen. Zu spät bei Giga, zu spät bei MTV, zu früh bei Rocket Beans. Zu früh bei Rocket Beans, ja. Und jetzt wir waren leider zu spät. Wir sind nahtlos von zu früh in zu spät umgegangen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Zack, zack. Nein, wir sind super cool und wir sind genau richtig. Und wenn ihr uns guckt, dann seid ihr die Influencer der Zukunft, Leute. Macht ihr das, was cool ist. Umso richtiger. Okay, also, hier haben wir noch was an der Wand. Elizabeth. Die Tochter. Aber die Fingerabdrücke können wir nicht erkennen. Da oben eine Karte von King Country, Seattle, Washington. Eine Nummer, die wir uns merken können wieder, ne? 206 für Washington. Also, ich glaube, wir brauchen es nicht, weil wir in Washington sind gerade. 206. 555-0171. Ich glaube, dies Elizabeth ist quasi sein erster abgeschlossener Fall. Das sind die Fingerabdrücke von dem ersten Fall, den er gelöst hat. Es ist einfach, die Leiche lag gerade da und als keiner geguckt hat, hat er einfach hier kurz vor. Ich hab ihn! Du hast nichts gesehen. A liar is not believed, even though he tells the truth. He tells Mr. Sisson, aber egal. Ja, das ist wahrscheinlich Altenglisch. Ist der Zettel. Die Shiloh Ranch, da gab es auch mal eine Serie, glaube ich. Betsy, du gehst besser rüber ins Haus. Warum denn? Ich bitte dich, geh, ja? Schöne Geburtstagsfeier. Da ist hier die Church und die was auch immer. Und Happy St. Patrick's Day from Beautiful Ireland. Ah, hier, von wem? Hope you are well. Thought I would send you a postcard. The countryside is so beautiful here. Hope you're not working too hard. Happy St. Patrick's Day. Take care, Pam. Ich finde es ja gut, weil es die Spielzeit erhöht und irgendwie die Immersion erhöht auch. Aber es ist halt echt alles so belanglos, dass ich schlafe fast ein, wenn ich mir das nur angucke. Das machst du auch nur einmal und dann beim nächsten Mal guckst du dieses Klemmbrett halt. Ja, da haben Leute lang dran gearbeitet, um einfach die Atmosphäre hier aufzufüllen. Ja, aber mach doch einen Gag rein. Ist irgendwas. Irgendwas Lustiges. Oder eine Reminiszenz an den vergangenen Fall. Warum kann das nicht eine Postkarte sein von einer der Figuren, die es schon mal gab, zum Beispiel, die quasi sich nochmal bedankt? Oder es gab mit Sicherheit eine Figur, die umgesiedelt wurde. Krycek, der Krebskandidat. Irgendwas, ne? Gib dem Fan doch was. Vielleicht ist es sogar so. Vielleicht ist Pam dieses eine Alien, was wir mal gesehen haben. Was? Ihr seht, CEO at St. Patrick's Day. Ja, also Pam ist auch eine Abkürzung. Das heißt nämlich. Pamela Anderson. Ist die Freundin von Assange. Pan America. Ja. Ist sie das? Ja. Wirklich? Wir sind schon lange. Pamela Anderson und Julian Assange? Das kann passieren, wenn du nur. Lass du dich mal
20 Jahre in einem Raum einsperren, dann kommt auch Pamela Anderson vorbei. Naja, Moment, die haben doch nicht, dass die schnackseln, aber die sind befreundet und okay. Sie hat ihn sehr oft, sehr lange besucht. Ich denke, sie hat nur die Brötchen vorbeigebracht. Weil er ist da immer, irgendwo muss man ja auch, also ich meine gerade, ich glaube Pamela weiß, was er da braucht. Jedenfalls fand ich das von ihr immer sehr sympathisch. Okay, ja, das ist sie war auch echt die Einzige, die ihm die Treue gehalten hat. Während die ganzen anderen Bastarde, die sich alle quasi von ihm losgelöst haben, sobald er nicht mehr supportet wurde von den Medien, haben sich halt auch diese Pseudo-Freunde alle von ihm losgelöst, sie nicht. Ja, so, fand ich gut, das ist ein gutes Zeichen. Wenn jemand beschäftigt sein muss. Das ist einfach eine treue Frau, finde ich gut. Das ist doch nein. Ist das ein anderes Kind gerade als das, was wir auf dem. Ich will es gar nicht wissen. Ey, ich will das jetzt nicht mehr gucken, ganz im Ernst. Das ist alles Quatsch. Wir suchen ja immer noch. Wir suchen ja den Hinweis. Das kann auch nichts Wichtiges sein. Bürgerkrieg. Vielleicht sollen wir es noch nicht wissen. Vielleicht sollten wir auch nur die Fälle jetzt abgeben. Ja. Das stimmt. Mit dem Bürgerkrieg und muss wissen, dass 445 und 446 vielleicht. Nee, es kann nicht für Jahreszahlen stehen. Aber du weißt, vielleicht muss man irgendwo. Soll ich für Sie eine Vermisstenmeldung aufsetzen? Ich will die. Ja. Ja. Die beiden. Ne? Klar. Wird gemacht. Okay. Shanks möchte, dass ich dir meine Fälle gebe. Du musst dich erst zu fragen, an welchen arbeitest du eigentlich? Ach, die kannst du alle. Kriegst jetzt auch noch meine. Ja. Ja, gut, gib mir das, ja. An welchen Fällen arbeiten Sie? Ich bin an einem Fälscherring dran und der Miliz, die immer noch in den Northern Cascades aktiv ist. Und dann ist da auch noch ein Ring von Speedlabors, aber ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Oh, dann hast du noch ein bisschen hier Platz für mehr. Shanks hat mich gebeten, Ihnen meine Fälle zu übertragen. Dieses Schwein. Toll. Danke, Sie Glückspilz. Tja. So. 3 oder 4 Fälle. Jetzt hat der Typ. Ein Typ hat 7 Fälle. Kein Wunder, dass da nichts gelöst wird. Soll der jetzt irgendwie kurz mal vor Frühstück mache ich noch diesen Schmugglerring und danach löse ich noch irgendwo das Problem und dann kümmere ich mich um Skyler und Mike. Der macht doch nicht viel mehr außer. Vielleicht machen die aber so dieses parallele Arbeiten, der löst nicht erst einen Fall, sondern er macht immer so ein bisschen. Das heißt, wir haben ungelöst. Genau, irgendwann sind alle gleichzeitig gelöst, aber bis dahin ist alles Arsch. So heißt das auch, wenn er mehrere befragt. Multi-Asking. Das, was wir hier gerade machen. Hast du mitbekommen, was ich gerade gemacht habe mit der Pistole? Wenn du die Pistole nimmst, hast du nämlich ein Fadenkreuz. Ja. Und wenn ich dann hier hingehe. Lassen Sie das. Ja. Trigger Safety. Lassen Sie das. Oh, wie häufig kann man das machen, bis man in den Knast kommt? So, warte mal. Mach mal die Handschellen. Verhafte ihn mal. Ich als Gag. Mal verhaften. Mach mal lustig. Lassen Sie das. Mag er auch nicht. Okay. Was ist denn mit Ihnen los? Das ist ja geil. Gregor, das ist ja saulustig. Der Hammer. Das ist zu gut. Das ist zu gut. Jetzt machst du ein Foto. Was ist denn mit Ihnen los? Ey, das ist ja fantastisch. Also, was mir richtig gefällt, ist, sich vor ihm hinzustellen und ihn einfach anzustieren über die Fernglas. Was ist denn mit Ihnen los? Das Fernglas ist das Beste. Was ist denn mit Ihnen los? Wie es hochkommt. Wie es so langsam hochkommt, das ist das Allerbeste. Okay, das Spiel wird uns auf jeden Fall. In Spiel will ich auch, dass ein Fernglas drin vorkommt. Es muss eigentlich nur ein Fernglas drin vorkommen, was keinen Sinn ergibt. Vielleicht eins, was so nah ranzoomt, dass du nur Pixelbrei siehst. Ach, schön. Mhm. That's a shop. I can see that. Ich schlage vor, wir fangen mit dem Hotel, in dem Mulder und Scully abgestiegen sind, an. Jo. Ich warte im Wagen auf Sie. Ist genau. Ah, Wagen, okay. Das habe ich schon mal gehört. Wir haben doch alles. Ja, muss ich nochmal mit Shep gehen. Wir haben unsere Fälle abgegeben. Ja. In God we trust. Wir gehen mal hinterher, ne? Nach Everett. Ja. Und da dann. Und da ins Comedy Inn. Das ging schnell. Ja. Die beide gerade hinten ausgestiegen. Kann ich Ihnen helfen? Weiß es nicht, aber es wäre gut. Kann ich Ihnen helfen? Moment, ich muss jetzt mal gucken, wo Sie sind. Was ist denn mit Ihnen los?
Du weißt, dass ich das grundsätzlich bei jeder Figur jetzt machen werde. Ich habe auch gerade gemerkt, dass das wahrscheinlich ein Running Gag werden wird. Was ist denn mit Ihnen los? Können Sie ein Stück weit zurückgehen? Ich kann Sie nicht ganz sehen. Ach, die Dame, es macht mir persönlich ein bisschen Angst, weil ich glaube, die hat einen Minion gehäutet und angezogen. Minion. Minion is very funny. But Minion will be dead. Siehst du das? Ja, oder? Trägt ihn stolz, trägt sie die Haut des Feindes. Wie würdest du, wenn du ein FBI-Agent bist, bevor man noch irgendwas sagt, ich würde dir meine Marke ins Gesicht knallen, oder? Ja, immer, du gehst hin, pam, pam. Sie reagiert nicht. Nochmal. Was ist denn mit Ihnen los? Okay, okay, ich rede mit dir, Mensch. So, wann kommt der Mund? Da kommt er. Wir benötigen Informationen. Wir suchen nach Informationen über zwei FBI-Agenten, die hier eingecheckt haben. Mhm. Und die Namen der beiden waren? Agent Mulder und Scully. Oh ja, sie bezahlten eine Woche im Voraus. Zimmer 3 und 4. Hey, ich habe nichts gedrückt, aber vielleicht reicht das für Sie. Ja? Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ist das Ungewöhnliches geschehen? Ich glaube, das Auffallen erstmal, ne? Ja, weil, ja, ja. Weil dieser Typ, der hat immer mit anderen Frauen geschnackselt und... Ist Ihnen was Ungewöhnliches an den beiden aufgefallen? Er war schon irgendwie komisch, aber sonst nein. Ich mach mal ohne besonderen Grund hinten. Ach, du musst gar nicht weiter, Paul. Und extra für dich wollte ich hier mysteriös alles. Da hättest du schön hinten durchlaufen können. Zimmer. Genau das wollte er nicht. Zimmer, unsere Taktik, Leute, die wir involvieren wollen, laufen alle weg davor, kommen nicht in die Kamera rein. Warum läuft Paul weg? Das ist doch die Frage. Warum läuft er weg? Was hat er zu verbergen? Wird er gesucht? Sollten wir ihn vielleicht mal... Rudi, kümmerst du dich mal darum, dass du ihn durch die Suchanfrage schickst? Nee, das war Vicky, glaube ich. Vicky von Buck Rogers. Da fällt mir ein, wo du das gesagt hast, vor vielen Jährchen, da hatten wir noch eine TV-Sendung namens Game One. Ne? Das ist ja dann ganz damals noch. Ich weiß, dass ich damals einen Beitrag zu Sonic gemacht habe auf der Wii. Und da haben wir unseren geschätzten Kollegen Michael Thiel dann dazu geholt, der für uns Sonic psychoanalysiert hat. Natürlich, das waren die Anfänge mit Michael Thiel. Ja. Er hat tatsächlich aber einen Satz dann auch genannt, er hat Sonic psychoanalysiert, damit wir den einmal da wirklich auseinanderklabüstern können, warum er das alles macht. Und der ist bei mir hängen geblieben. Ja? Wenn jemand so schnell läuft, läuft er vor seinem Problem davon. Wenn jemand so wie er über Jahre hinweg auf diesem Niveau läuft, dass er gar nicht mehr weiß, wie er anders sein kann. Das heißt, er müsste sich wirklich mal irgendwann mal wieder als Sonic so spüren, wie er früher vielleicht mal war. Ja, und das drückt, das passt zu Sonic perfekt. Ja, da muss ich gerade dran nochmal denken. Das ist wirklich gut. Ja. Ich weiß, das habt ihr auch reingenommen. Das war auch ein richtig guter Moment. Schöne Idee. War so eine Uke-Idee, oder? War, glaube ich, mit Uke haben wir es gemacht, ja, oder mit Quambo. Damals. Das war die Uke-Zeit noch, glaube ich. Also, ist irgendetwas Ungewöhnliches geschehen, als Sie hier waren? Schau, irgendwas Ungewöhnliches, während Sie hier waren. Nein, da fällt mir nichts ein. Danke. Haben Sie Marke und Kennzeichen Ihres Mietwagens? Sicher, die steht auf dem Formular, wenn das die wirkliche Nummer ist. Könnten Sie mir das bitte aufschreiben? Okay. Also, bin nur ich das oder spürst du auch eine sexuelle Anziehungskraft gerade? Ich spür eher so jetzt gerade dieser Blick, aber bisher habe ich eher so die Vibes gespürt. Mein also, Taurus kriegst du nicht hier, ne? Kein Bock. Hier, zeig mir nochmal die Marke. Ist das eine 6, ne? 6215. Das ist nicht ihre Telefonnummer, nämlich. Was mir auch gefällt, um zu zeigen, wie gelebt das ist, da kurz getestet, ob der Stift geht. Ja, das finde ich gut. Das ist gut, das finde ich gut. Oh, würden Sie uns bitte Ihre Zimmer zeigen? Würden Sie uns Ihre Zimmer mal zeigen? Gern, folgen Sie mir. Sagt sie uns jetzt Ihr Zimmer? Mhm. Hier lebe ich. Das ist mein. Das ist sein Zimmer und ihr ist gleich nebenan. Meine Overall-Sammlung? Danke. Ich hoffe, dass wir hier nirgendwo Leichen finden. Ich habe nächste Woche nämlich Klausuren. Leeren Alkohol? Wie Sie sehen, gibt es hier eine Verbindungstür. Haben Sie sie gebeten, die Türen aufzuschließen? Sahen die etwa unverschlossen aus? Nein, das haben sie nicht.
Danke. Wir werden Bescheid sagen, wenn wir noch etwas brauchen. Sie wissen, wo Sie mich finden können. Der Regisseur hat sich gesagt, das ist geil. Da ist die Markierung, Alter. Da stellst du dich hin. Fangen Sie mit Mulders Zimmer an. Ich übernehme Scullys. Ja, natürlich übernimmst du Scullys, du notgeiler Bock. Ich sehe ihn auch direkt so. Schnell schnüffel deine Unterwäscheschublade. Ich will nur hinweisen. Gerade so. Es tut mir leid, es ist, weil er so seriös ist, stellt man ihn sich automatisch lustig vor. Ja, aber er muss, glaube ich, eine perverse, dezent perverse Ader ja, haben. Ja, jemand ja? mit so einer Glatze hat eindeutig eine tiefe, also, problematische, perverse Ader in sich. Ein tiefes, schwelendes Problem. Unabhängig davon. Wenn jemand zum FBI geht, das heißt ja, dass er über alle Gebühren neugierig ist. Ja? Das heißt aber, er muss ja auch eine gewisse Neugier haben, in das Private von anderen Leuten, der Private Investigator, da reinschnüffeln zu können. Und was ist privater als eine Unterwäscheschublade? Also, du musst ja reingucken, weil da könnte man ja alles verstecken. Von Koks über Bomben bis hin zu Waffen. Ne? Kannst du alles in der Unterwäsche, wenn die da nicht reingucken würden. Lass uns jetzt mal gucken, was David Duchovny jetzt in seinem Koffer hat und ob das Mulders oder David Duchovnys Koffer ist, weil wenn wir Pornohefte finden, dann ist das der von David Duchovny. Der ist ja zum Arzt gegangen wegen Sexsucht. Das weißt du ja, ne? Ja, aber ich glaube, Californication war nicht nur eine Rolle. Das stimmt, das ist seine Rolle. Die ist immer auf das Glied geschrieben. Ja. Aber öfters. Sex mit Möbelstücken, was halten Sie davon? Sexsucht würde ich jetzt mal behaupten, bei jemandem, der aussieht wie David Duchovny und in Hollywood lebt und bekannter Serienschauspieler ist, ist wahrscheinlich nicht Pornohefte. Sondern es ist einfach fucking Sex. Es sind auch, der bummst es, zu viel. Es sind, wenn es so wird, dass du dir zwischendurch sogar Pornohefte holen musst. Ja, aber wie gesagt, der braucht das. Das hatten nicht. Ja auch zum Beispiel. Hi, wer hatte, ich bin David Duchovny. Ja, ich weiß, ich kenne sie aus allen Serien, die ich so gucke. Bumsen. Boah, ja. Das ist aber gerade jetzt, na gut. Ende. Also ich sag damit, ne, ich glaube, dass es so ist, wenn du David Duchovny bist. Donald Trump hat genau das auch bestätigt. Also bitte, muss es doch so sein. Als er mit David Duchovny zusammengekommen ist. Was wäre, wenn David Duchovny und Donald Trump zusammenkommen? Ja? Oh Gott. Also ich möchte keine Frau sein. Grab him by the Duchovnys? Ja, also ich möchte auf jeden Fall keine Frau. Ich möchte nicht in der Limousine gefangen sein mit Donald Trump. Es gibt eine Menge Leute in dieser ne, Weinstein noch, die in dieser Limousine sein könnten, die es richtig schlimm machen würden. Daniel Budiman möchte langsam auch. Wieso bringst du Daniel Budimans Name da rein? Daniel Budiman möchte das Thema wechseln. So. Nächster Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit Spiele mit besonders schönem Bart und dem Philips OneBlade. Weiche Blende. Gehen wir zum Koffer. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Was hast du denn vor die Koffer? Also, es ist eine Akte. Wer hätte das gedacht? Ey, diese Akten sind so langweilig. Fox Mulder steht da. Warehouse Dock Railroad Connect. Da sind wo sie gewesen sind, ne? Wo sie verschwunden sind. Du hast recht, dieses Warehouse, ja. Aber wie gut, wirklich gut, dass die sich an alles halten, dass die ihre Reports wirklich ausfüllen. Mhm. Ich sag mal so, ich habe sie in der Serie nicht so wahrgenommen, dass sie das machen. Das war immer zwischen den, bei den Fahrten dahin. Irgendwas müssen sie ja gemacht haben. Dass sie aufs Klo gehen, man sieht's nie. Einer hat gelenkt, der andere hat gefüllt, also ausgefüllt. Ne? Sie haben ja eine Menge Autofahrten tatsächlich, über mehrere Stunden immer in jeder Folge. The Magic Bullet. Ist das die Zeitschrift von den drei, du weißt ja, die Verschwörer-Fuzis? Ja. UFO Activity in the Northwest. Das ist auch interessant. News from Deep Inside. Wir sind ja gerade in einer Zeit, in der Zeit des Pre-Area 51 Raids. Genau, wir wissen nicht, was passiert, wenn es hier ausgestrahlt wird. Ob es überhaupt dann noch Relevanz hat. Genau, wir wissen, eventuell braucht man gar nicht mehr Spiele mit Bar gucken, weil wir schon die nächste Evolutionsstufe erreicht haben. Ich dachte mir, dass Akte X einfach abgehakt wird. Und klar wird, okay, Aliens sind da, wir haben sie alle, jeder durfte einen mit nach Hause nehmen, wenn du früh genug kamst. Ansonsten, es sind keine Out of Aliens, sorry, wir haben keine mehr. Das ist der gleiche Vorsatz wie bei Californication, wenn du früher kamst. Das war auch einer der Hintergedanken, warum wir auch mit Akte X machen, nicht nur die Empfehlung, sondern auch, weil die ist wieder wegen Area 51 Sturm in aller Munde war. Ist das nicht geil? Gespannt. Aber
Ich weiß nicht, wie viele Leute werden da auftauchen, werden jetzt tatsächlich wie Naruto anfangen zu laufen? Ich sagen, das sind zwei Neckbeards, die Naruto-Style mit ihrem Mantel und den Hut. Also mit dem einen halten sie den Hut fest, den mysteriösen, und mit der anderen machen sie den Naruto-Renn-Style. Ja. Und dann einen Typen namens Kyle. Und das war's. Das sind die Leute, die da sind. Einer von denen hat noch so ein Samurai-Schwert im Mund wie Zoro von One Piece. Ja, das ist wichtig. Anime, alles in Anime-Style irgendwie angezogen. John McAfee oder so, irgendwie diese Leute, die werden sicherlich auch da sein. Die ganzen Crazy. Aber der wird nackt sein, der McAfee. Der ist immer nackt. Der ist immer nackt. Der hat sich einen Anzug auf die Haut tätowiert. Der ist grundsätzlich nackt, ja. Der kann grundsätzlich breit, nackt. Tragen und ist nackt dabei. Verrückt ist er vor. Ich habe bei einem Meme musste ich tatsächlich schmunzeln. Da stand so vor so und so viel 100 Jahren die Schlacht um Alamo und jetzt die Schlacht um Isle Mau. Kommt jetzt. Ey, das ist einfach ein Meme-Goldgrab. Wie heißt das? Ein Gold, wo man sich bedienen kann. Das ist eine Goldquelle. Eine Goldquelle. Das wollte ich sagen. Wann passiert das? Ende September. Ende September. 20. September oder sowas, ne? Also da wird die Ausstrahlung wird schon laufen, wahrscheinlich noch nicht durch, aber eventuell wird obsolet am Ende. Und wir haben alle unsere Alien-Buddies hier und die letzten Folgen werden von Alien Simon und Alien Gregor gespielt. Dürfen Sie gerne. Gerne und, übernehmen. Und unser Kopf übernehmen. Ist hier drauf, Mars Attack-Style. Wir sind dann als Köpfe hier dann drauf. Yes. How are you feeling? Ich fände das gar nicht so schlecht. Dann bist du halt immer irgendwie, du hast keine Verantwortung, weil du keine Hände hast. Aber du lebst ewig. Funktioniert das so? Ja, weil du keine Hände, keine Verantwortung. Ja, natürlich. Das ist doch so. Hast du schon mal jemanden mit ohne Händen in einer verantwortungsvollen Position? Ich meine es ja nicht böse, aber anders geht's halt schwer. Aus unserem Head-Off hier von allen. Ja, siehst du, er macht auch hier nur seinen Job. Ist ja Head-of-Head. Ja. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der ganze Area-51-Kram, ne, das ist so lustig, wie das entstanden ist ja aus dieser. Das ist der Facebook-Invite, ne? Ja, aber es fing ja an mit Joe Rogan, der ja in seinem Podcast diesen Dings Lazar, ich hab vergessen, wie Bob Lazar zu Gast hatte, der ja schon seit Anbeginn das sagt, was er da jetzt auch in dem Podcast gesagt hat. Aber diesmal hat es irgendwie den Zeitgeist getroffen. Und da kam dann wahrscheinlich aus dieser Geschichte heraus, kam plötzlich dieses Interesse. Ah, es gibt also doch Aliens, auch UFOs, die haben sie da, rückt die raus. Und dann wurde daraus ein Meme. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Und schon ist dann so ein Area 51 Raid. Ey, du erreichst nicht mehr mit Petitionen, ja, mit irgendwie Leuten ins Gewissen sprechen. Nein, mit Memes. Ja? Aber ein Meme reicht eigentlich. Und schon. Guck mal, die Leute gehen wieder raus. Was die bei diesem Naruto-Run allein an Kalorien verbrauchen. Oder Sonne. Der Kaftan wird mal gelüftet. Ja, der Kaftan wird gelüftet. Wirklich, cremt euch ein, wenn ihr da irgendwie. Das ist wichtig. Selbst wenn der also über und unter dem Naruto-Headband, ne? Ja. Das kann wirklich schlimme Stellen ergeben. Und falls es den Hut wegweht, auch mal ruhig die Glatze noch einmal einschmieren vorher. Vorsorglich. Shit. Aber jetzt zurück zu UFO Activity. Genau, hier haben wir ganz, wahrscheinlich ist das jetzt hier voll mit Infos. Ja, da steht auch irgendwas mit Reptilien und die Texte sind, glaube ich, ganz gut. Ja, for your eyes only. Sind das vielleicht Geschichten auch ein bisschen aus den vergangenen Folgen? Das kann gut sein. Oder du weißt ja auch die gefakte Mondlandung hier natürlich, ne? Warum ist das Licht da so drauf und warum weht die Flagge im Hintergrund, ne? Alles klar. Wegen der Drehbewegung beim Einstecken, verdammt. Oh, was ich aber hier interessant finde, bei dieser ganzen Alien-Thematik, ja? Ich höre dich. Hast du schon mal sowas wie Ancient Aliens gesehen, die Serie? Ja, klar, ich meine, da wo das Meme Aliens, ne? Aliens, genau, wo der Zuckerlos, ja, der mit den Haaren, der das. Ey, das ist aber. Das ist so eine, Aliens. Das ist so eine, genau, das ist so eine Boris Johnson-Nummer. Du machst die Haare so und die Leute gucken drauf und teilen das dann. Die sprechen ja auch von MUFON. Das ist die, ich glaube, die Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, um solche Fälle nochmal zu hinterfragen und da Investigations zu machen. Und die Freundin steht sehr auf diese Alien. Sonst was, ich habe so viele Folgen von Ancient Aliens mir schon angucken müssen im Hintergrund. Ne? Es ist immer die Anhänger der Präastronautik. Manche Anhänger der Präastronautik glauben, dass Menschen nicht die Pyramiden erschaffen haben, sondern dass sie ein Tor zum Mars sind. Ja. Also im Grunde das Stargate. Ja, und außerdem, ja, zum Beispiel. Also so ein bisschen die Idee von Stargate kommt ja basiert diese, auf dieser. Diese Theorien, also die ganzen Gruppierung ist wirklich so, wie es Nambler ja auch gibt. Ne? Ich dachte, das ist auch ja ein Gag von South Park, aber es gibt natürlich die National Man Lovers Boy Association oder so. Nambler. Ist das wirklich? Ja, Nambler ist echt. Okay, we'll try this again. Hi everyone, I am a young boy looking for fun times with older male. I like to.
Hast du es nicht gewusst? Nee. Nee, das ist kein Gag, den sich South Park ausgedacht. Die sind echt. Und der echt. Super Adventure Club ist auch echt. Der ist echter als echt. Der ist leider zu der echt. Der ist mega echt. Aber ich habe so viel über Präastronautik schon mitbekommen und was die sich da alles ausdenken. Immer der Grundgedanke, Menschen können das nicht geschaffen haben, weil Pyramiden sind viel zu aufwendig für Menschen, ne? Ja, ja, weil das ja, wenn du dir jetzt überlegst, das wäre für die damalige. Wer würde das machen? Mein Gott, die haben einen Faden benutzt und haben das. Also, ich meine, Sklavenarbeit wird sich niemand trauen. Ja, vor allen Dingen auch das, angeblich war das ja gar keine Sklavenarbeit. Das ist auch so ein Meme, was sich gehalten hat. Nein, das nicht, aber das waren einfach Contractionary Workers. Die waren wirklich angestellt, um da zu arbeiten und haben natürlich da gelebt, weil das einfach wie früher, da war das dein Job und dann hast du 10 Jahre lang an dem Ding gebaut und deine Familie mit ernährt und so. Also, ich nagel dich darauf nicht fest. Aber als Kind bin ich groß geworden mit, das waren alle Sklaven. Und mittlerweile geht's halt irgendwie in eine Richtung, dass man sagt, nee, das waren halt einfach nicht alle Sklaven, sondern es war halt einfach ein Job und der war gefährlich so. Aber heute gehen ja auch Leute auf Ölplattformen, obwohl das der gefährlichste Ort ist, an dem man sein kann, laut Statistik. Ja, aber auch das machen ja Leute. Also das ist so ein bisschen wie überall gibt's Leben, überall gibt's Arbeit. Es wird überall Arbeit geben. Mach irgendwas und Leute kommen arbeiten dafür. Ich bin nicht vertraut natürlich mit den aktuellen Updates. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber ich glaube, das so gelesen zu haben. Unabhängig davon ist es, die Aliens haben es sowieso gemacht. Also alles, was du weißt, ist gelogen. Die Präastronautik-Anhänger wissen Bescheid, das waren die Aliens. Ja, und aber die haben die Sklaven bezahlt oder nicht? Nein, nein, die Sklaven waren Aliens. Alien-Sklaven oder ja. Alien-Arbeiter? Nein, es waren Alien-Arbeiter, aber wir nannten sie Sklaven. Ja, aber waren die in der Gewerkschaft? In der Alien-Gewerkschaft, das ist Quatsch. das lassen wir nicht zu. Die Aliens haben es richtig gemacht. Die haben erst keine einzige Gewerkschaft gründen lassen. Auf jeden Fall steht da Menge Quatsch hier in dieser Zeitschrift. Das macht schon Spaß, die sich durchzulesen. Wir haben nur zu wenig Zeit und wir reden eh zu viel. Oh, ah, und? Unangenehme Angewohnheit. Hier war ich gerade. Nee, Sonnenblumenkerne. Ja. Aber in den Aschenbecher da rein. Das ist wahrscheinlich die unangenehmste Sache, die man essen kann. Für alle, für die Leute, die zuschauen und für den Esser auch. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Das heißt, Moment. Wie isst du denn Sonnenblumenkerne? Ey, so werden wir nächstes Mal aussehen. Ich nehme mal eine Tüte mit, wenn wir hier drehen. Und dann zeige ich dir, wie ich innerhalb von einer halben Sekunde so einen Sonnenblumenkern aufmache, ohne den ganzen Splitter. Nee, es ist. Du hast die speziellen Zähne dazu vielleicht. Es sind wahrscheinlich auch meine Zähne, aber ich bin Südländer. Ne? Das heißt, ich hab das im Blut. Die Knackzähne. Ey, wenn ich an der Bushaltestelle bin und da sehe, da ist alles voll, da weiß ich, ein paar Landsmänner oder welche zumindest, die kulturell in der Nähe bei mir sind hier vorbeigekommen. Haben wir alles ich wollte es ja nicht sagen, aber ich denke mir immer, wieder die Assis. Das sind nicht zwangsweise Assis. Ich guck mir das an und da so, ich bin, Alter, du Assi. Du hast wahrscheinlich recht, das sind auch Leute aus meinem kulturellen Bereich. Ich würde das auch nicht machen, einfach so auf dem Boden. Irgendeiner muss dein Spuckebrei wegmachen. Irgendjemand. Aber ich habe eine gute Technik, wo das sehr easy geht, wo ich das Ding aufbreche und mir das quasi auf die Zunge hebe und dann fertig. Ich glaube, man kann das gut, aber man muss es lernen. Er kann das nicht. Guck mal, wie der das zerkaut hat. Das ist auch, ja genau, der hat einmal draufgebissen und dann rausgespuckt. Und die Hälfte sind auch Kürbiskerne und keine Sonnenblumenkerne. Ja. Warum auch immer, finden wir hier nichts. Ah, ein bisschen Wodka O. Oder? Ne, ist ein Wodka mit dran? Komisch, oder? Ich meine, haben wir die schon jemals trinken gesehen? Ich kann hier nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich weiß nur nicht, ob das was Gutes bedeutet. Bedeutet nie was Gutes. Also Mulder auf jeden Fall würde eigentlich, gehört nicht der Typ, Californication ja, aber Mulder nicht der Typ, der sich irgendwie mit so ein billiges, so ein Cocktailgetränk mixt. Der kauft Bier zur Not. Oder? Also ich sehe, der hat hier dann den Spiritus und hat da Orangensaft reingetan, um daraus zu trinken. Warum denn gleich so eine Mische machen? Weird. Das machst du, wenn du 14 bist. Okay, Everett Diner. Gourmet Pizza, Salmon Burgers, Fresh Fruit Shakes und Curly Fries. Das ist auch mein Geheimname beim FBI. Curly Fries heiße ich. Und noch ein Buch. Oh, Rosie Chang. Nur die seriösten. Ja, aber das ist eine Referenz. Da gab es eine coole Folge mit Rosie Chang. Ey, dieses Bild. Ich meine, das ist schon fast wieder ein gutes T-Shirt-Bild. Aber mit dem Rahmen. Am Ende ist es wieder so, Dolly Parton sitzt im Wandschrank mit der Kettensäge-Style. Ja, und wir können natürlich auch ins Buch da reinlesen. Ja, da gibt's eine gute Folge, das ist tatsächlich eine Referenz. Okay. For although Agent Diana Lesky is noble of spirit and pure at heart, she remains nevertheless a federal employee. Schön. Will nur nichts hier verpassen. Oh, den Fernseher können wir anmachen. Da läuft natürlich nur rechtefreier Quatsch. Rechtefreies Tutsch. Das ist die ganze Zeit. Wirklich? Ist das euer Ernst? Ihr hattet gerade 3 rechtefreie Sekunden.
Na, quasi irgendwas muss da ja laufen. Komm, ja, ja, kauf okay, mal schnell du hast, was. Du hast schon recht. Also da ging es zu Scully rüber, oder? Nee, das ist die Toilette, da möchte ich auch. Nein, ich möchte rein. Nee, ich darf da schon weiter. Ich darf nicht in die Toilette. Also wirklich was gefunden habe ich jetzt hier nicht, ne? Ja, eigentlich nicht. Hat uns ja aber auch eher gesagt. Wir gucken hier nochmal weiter. Ich wette, wir müssen noch irgendwo eine wichtige Sache finden. Genau, nochmal mit denen reden. Und da können wir ins Telefon. Wie lange kennen Sie sie schon? So lange. Seit 4 Jahren. Agent Mulder kenne ich schon länger. Das müssen inzwischen über 6 Jahre sein. Ach, so ein bisschen. Ich kenne ihn schon seit 6 Jahren. Es wäre hilfreich zu wissen, an welchem Fall Sie gearbeitet haben. Ja, das wäre wirklich hilfreich. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für die beiden nicht die Vergangenheitsform benutzen würden. Oh. Jetzt wollen wir nicht. Was ist denn hier mit dem Telefon? Sollen wir Ihre Telefonate checken? Gute Idee. Die Rezeptionistin wird eine Aufstellung haben. Alright, also wir haben nichts gefunden, außer Gags und Zitaten. Oh. Da geht's hin, da ist unser Auto. Ach, guck mal, diese flüssige Bewegung an, ne? Das müssen ja nicht ganz zählen, das sind 4 Frames. Ja, sie hätten sich eigentlich auch sparen können und nur so wie eben bei dem Bild davor, wo nur das Schild so ein bisschen sich bewegt hat. Es ist eine Grafikeinstellung, du kannst dir aussuchen, ob du animierte Hintergründe haben willst oder nicht. Ach, ist so? Ja, das heißt also, wenn dein Rechner es nicht schafft, diese Animation darzustellen, kannst du auch ein bisschen runterdrehen. Ja, aber geil ist ja, wenn sie ein Bild machen, aber dann so minimale Sachen animieren, so wie die Wolken hinten oder so, das ist so minimal. Aber das ist natürlich für damals. Kleines bisschen. Achso, hier könnten wir wieder wegfahren. Gut, da gehen wir zu Frau Minion. Und was jetzt? Sag mal. Was ist Skinner. Denn mit Ihnen los? Skinner uns auch. Ah, Skinner hätten wir machen können. Verpasst, ja. Egal. Okay, also. Jawohl! Sophia Arambe. Der Gorilla. Sophie der Gorilla. See where he lived in Fairfield zu Harambe. Wie, also man darf nur sehen, wo er gelebt hat. Ja, nicht mal den und Gorilla. Und hier saß Sophie der Gorilla immer und hat sich an den Zehen rumgepult. Kannst du mir sagen, was sie da gerade macht? Weil irgendwann muss sie streicht die ganze Zeit irgendwas durch. Die Zeile muss markiert sein, oder irgendwann mal? Ich glaube, sie schreibt Bewerbungsunterlagen. Ja, sie bestellt neue Overalls bei Quelle. Oder sie malt sich einen neuen Overall mit dem gelben Stift. Das kann gut sein. Was ich sehr lustig finde, wenn alle ihre Dialoge aber von so einem Minion-Speak dann ersetzt würden. Ne? Ich finde auch. Es würde, bisher hat sie nicht viel mehr gesagt. Inhaltlich nicht, auf jeden Fall. Ey, was für eine Frage, Alter. Das ist ja großartig. Das ist echt gemein. Komm mal. Sie hat ja gesagt, dass sie lernen will. Was studieren Sie? Ich bin Jurastudentin. Okay, okay. Na gut. Fällt Ihnen irgendwas ein, das uns helfen könnte? Nein, es tut mir leid. Die checkten ein und verschwanden gleich wieder und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Telefon? Hä? Wie? Kannst du es da hinziehen? Erfassen Sie die Nummern, die angerufen worden sind? Ja, sicher, für die Abrechnung. Könnte ich vielleicht eine Kopie haben? Na toll. Geben Sie mir einen Augenblick Zeit. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie mich aufhalten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Sehr witzig. Puh, okay. Also, sie war sehr schnell, trotzdem immer. Mit ihr Tor zum faszinierenden Nordwesten ist, glaube ich, hier das hier. $44. Für sind noch zwei Zimmer. Zwei Zimmer. $22, was holy für eine Absteige. Shit. FBI zahlt wirklich nicht. Ja, ist aber auch ein Motel. Also du kriegst heutzutage noch nicht mal mehr ein Zimmer für die so. Die würden dich nicht angucken für $44. Also Miete. Für $44 kannst du Eis draußen am Automaten holen. Ja, und $4 Steuern. Aber guck mal, Vorkasse $646, was? Was? Was haben die für einen guten Deal gemacht? Ach so, weil man nicht weiß, wie viele Tage wir da sind. Das kann durchaus sein. Sie sind nur einen Tag bisher da gewesen. Mhm. Nein, 2 Tage. Also Telefonbenutzung? Nee, zwei Zimmer, aber einen Tag. Da sehen wir die Nummern. 555-0149-103. $16. Und? Ja, mit 8 Minuten Gespräch. Das ist aber, oder war es? War der mit der AOL-CD online? Wahrscheinlich, ja. Und das andere war ein bisschen günstiger mit $1.88. Ja, ich hoffe, dass wir die Nummern mal anrufen können. Stimmt. Da haben wir dann. Kann ich abbrechen? Kann ich raus, meine werte Dame? Ah. Okay, dann wir haben die Telephone Records. Ich gehe noch mal kurz zu Skinner. Würde ich sagen, ne? 104 und 103. Na, kannst du jetzt auf
Oh, wir haben das Buch mitgenommen sogar. Oh ja, vielleicht draufklicken auch mal. Ja, da hatten wir ja gesehen, dass du da... Nee, was er dazu sagt. Ich möchte das nicht. Ist auch immer so aggressiv. Ich möchte das nicht. Wo sind denn die Records jetzt? Hat es nicht mitgenommen? Ja, komisch. Telefon vielleicht. Vielleicht musst du da selbst anrufen. Ah, meinst du, dass die Nummern vielleicht... Ja, ich bin sehr gut im Merken. Okay, ich werde mir die Nummern jetzt merke dir das? Oh, da ist ein Laptop. Den habe ich gar nicht gesehen. Nanu? Jetzt habe ich den Laptop mitgenommen. Dana Scully. Tipp mal Mulder bitte ein. Das kann nicht sein. Das muss irgendwas anderes, seriöseres sein. Wie lautet die Kombination? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Das ist ja komisch. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Okay, dann... Was ist denn so ein typisches... Was ist denn so ein Scully-Ding? Ja. Nicht Alien, weil die glaubt ja nicht an Aliens, obwohl sie 1000 schon gesehen hat. It's not aliens. It's not alien. It's not the alien. Leider falsch. Probier nochmal, vielleicht kriegen wir einen Hinweis dann. Achso, warte mal. Ich geh. Okay. FBI. Nee. Ich probier noch einmal ein Passwort. Oder Kennwort. Was? Oh. Können wir das nochmal machen? Ja, gut. Das soll so sein. Ja, okay, egal. Dann geben wir es doch zurück. Geben wir es. Geben wir es ihm, ne? Skinner, oder? Ja. Ah, ich kann nicht geben, ich kann nur sofort tippen. Ja, gut. Skinner? Dann müssen wir. Nee, er weiß das. Ich möchte das nicht. Wir wollen doch gucken. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, ich liebe es. Gregor. Ja, wir wollen die Nummer anrufen. Ja, ich geh zurück. Dazu müssen wir uns die Nummer angucken. Vor genau, allem. Ich gehe zurück zu ihr. Wo war denn die? Vielleicht hast du die jetzt gespeichert im Handy oder so. Ah, oder ist die im Ordner? Die im Ordner, vielleicht? Ja, ja, gut. Da sind sie, also. 555, ach, muss man, 550149. Aber das ist eine andere Vorwahl, weil wir natürlich nach Washington telefonieren. Zum Präsidenten vielleicht. Ja. Ich, also. Ja. 1, 2, 0, 2 oder was? Oder nur 2, 0, 2? Nee, 2, nur 2, 0, 2. 2. Ich weiß es nicht. Oder die 1? Probier's erstmal nur mit der 5 und 5. 0, 1, 4, 9. Mal sehen, was passiert. Ja. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube, das reicht. 5, 5, 5. 0, 1, 4, 9. Zack, nee. Wir müssen wirklich die ganze Nummer wählen. Kann ich mir das im Hintergrund einmal anzeigen lassen, bitte? So. Also. Ja, 1, 2, 0, 2. Das kann man. Ich merke mir 5, 5, 5, 0, 1, 4, 9. Okay, 1, 2, 0, 2. 5, 5, 5, 5, 0, 1, 4, 9. 5, 5, 5, 0, 1, 4, 9. 5, 5, 5, 0, 1, 4, 9. Das wird den Anrufer aber freuen. Okay, es geht durch. Ja. Hallo? Wer ist da? Craig Wilmore, FBI. Wer sind Sie? Ich hatte Sie zuerst gefragt. Hören Sie, vergessen Sie bitte nicht, ich arbeite fürs FBI. Na klar, okay. Wieso sind Sie nicht gleich damit rausgerückt? Klack. Das war einer von den Lone Gunmen. Das ist einer von den beiden. Ja. Aber warum hat er jetzt aufgelegt, nachdem wir ihm gesagt haben, dass wir fürs FBI arbeiten? Wahrscheinlich, weil die haben ja ein Agreement mit Mulder. Ne? Die sind ja nur mit ihm so dicke und nicht mit dem Rest. Die sind ja so wirklich Verschwörungsgeschädigte, nicht nur Theoretiker. Ja, aber wenn wir jetzt sagen würden, wir suchen Mulder, wäre das doch eine sinnvolle... Das wäre eigentlich ganz... Wir probieren die nächste. Ja, also... 555-0182, 555-0182. Ich glaube, das können wir direkt eingeben. 0182, Zahlenbrei ist dabei. 555-0182. Mal gucken, ob es geht. Müll durch. Beim zweiten Mal rangehen. So eine künstliche Spielzeitverlängerung. Geht niemand an! Ich kann Rudi auch so steuern. Meinst du, wieso bei einer Mikrowelle? Zzz, kling! Ich glaube, ich lasse noch einmal klingeln. Ja, das scheint nicht zu klappen.
Ich bin ein bisschen irritiert. Es könnte sein, dass sie vielleicht zum Hauptquartier angerufen haben und da gerade keine S, weil wir hier sind. Irgendwie so. Ja, oder die Vorwahl wieder. Du hast die Vorwahl nicht gemacht. Merkwürdig. Aber ist doch Quatsch, wir sind ja in Seattle, ne? Aber auf dem Handy muss ja eigentlich schon die Vorwahl, oder? Nee, er wählt sich ja ein in dem. Oh, mein Gehirn. Das na gut. Augummi-Automat gibt's hier. Okay, haben wir irgendwas mit dir, erreicht? Mit dir können wir nicht nochmal weiter. Wir haben leider gar nichts erreicht, Rigo. Ja, wir haben nichts erreicht. Ich gehe nochmal zu Skinner, aber ich habe fast die Befürchtung, dass ein Rasierfall gleich nötig wird. Ja, ich hätte es nicht gedacht, aber wir hängen wirklich Wir hängen wirklich sehr früh, ja. Und da was? Jetzt noch mit dem Fernglas langsam hochgucken. Was ich irritierend finde, ist übrigens, das ist jetzt der andere Fernseher und der gibt jetzt einen anderen 3-Sekunden-Clip als der andere. Das ist die Tortenschlacht, einfach eine riesige Polizeitortenschlacht. Das wäre mal ein G20, den ich mir angucken würde. Was ist der G20? Da ist eine Bibel, die aufgeschlagen Moment, ist. Nein, das haben die nur gemacht, um irgendwas rauszufinden. Nicht, weil sie daran glauben. Es ist sehr viel irgendwo Bibel, hier, die man hier lesen kann. Du, wir können ja auch kurz rasieren und dann können wir den hier die Cognition oder was wir da haben oben, den Tippgeber. Okay, dann lass uns rasieren. Du darfst gerne anfangen einmal, dann habe ich zumindest. Ich mach dir so ein schönes, mach dir jetzt erstmal so ein Zickzack. Also, ne? Ich mach dir so einen kleinen Zickzack. Wenn du den Philips OneBlade stylen, rasieren oder trimmen, glaube ich. Das muss ich dich fragen. Willst du stylen, rasieren oder getrimmt werden? Wo möchtest du denn gerne? Wenn du ich würde gerne so wie Charlie Brown, nee, ich weiß nicht wie die, aber so ein Zickzack, ne? Du willst mir den Zickzack gerne rein. Dann also am ehesten an der Seite. Ne, ich würde schon hier einmal so, wie wenn du Homer Simpson seine Glatze malst. Okay. Ich gebe dir den Canvas und dann halt. Oder ich habe was Besseres. Ich habe was viel Besseres. Darf ich was anderes machen? Mach, was du willst. Oh Mann, das wird schwierig. Ihr seht das ja, okay. Warte mal. Ja. Das kitzelt. Was machst du da? Ja, das, was du gesagt hast. Ja, okay. Keine Angst, es ist rechtlich unbedenklich und auch nicht verfassungswidrig oder so. Ich werde nicht zusammengeschlagen dann. Kommt drauf an, wo du hingehst. Okay, vielleicht werde ich doch zusammengeschlagen. Scheiße. Das ist gar nicht so einfach. Warte mal ganz kurz. So, erstmal ganz kurz zeigen. Kannst du dich einmal genau rumdrehen? Das ist bisher der Plan. Also, ja, genau. Oh Gott. Einmal so. Schon mal ein guter, Anfang. Also, ich finde, können wir das vielleicht einfach mal kurz so lassen. Und dann kann ich hier noch mal ein bisschen. Das muss noch schöner werden. Ey, dieser Rasierer, ne? Der macht hier schon ganz schön gut hier. Zwirbelt der hier. Jetzt wirbelt mir schon gut was weg. Das Problem ist. Es ist so. Scheiße, Alter! Es ist so. Ich meine, Gregor, ich weiß gerade, guckst du mich gerade an oder? Ach, da ist dein Gesicht! Mann, Gregor, ich hab's nicht gesehen! Ist es möglich, da ein Standbild zu machen? Oder, weil, wenn ich mich umdrehe, kann ich es natürlich nicht sehen. Geht das? Oder du machst mir ein Foto mit dem Handy und ich schaue mir das an bei der. Oder ich schaue es bei der Ausgabe. Nein, ich mach ein Selfie. Die kannst du auch gerne bei Social Media posten gleich. Das fühlt sich so unangenehm an. Wunderbar. Ich zeig dir es gleich. Okay. Und wir gucken, welcher von denen. Das sind drei sehr gute Shots. Das ist auf jeden Fall. Das ist schon nicht schlecht. Also, ich hab's echt versucht. Es ist auf jeden Fall stylen und trimmen. Es ist. Zwinker ich ein bisschen oder ist es so ein hängendes Karl-Dahl-Augenlid? Es ist ein bisschen Karl-Dahl von hinten. Ich habe halt überlegt, ob ich noch eine Nase mache, habe mich dann so halb nur entschieden und ich konnte am Ende einfach, war ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist für den Anfang gut. Aber jetzt am Rand würde ich dann dir nochmal so Zacken reinmachen. Das ist beim nächsten Mal. Und dann geht mir fast das Haar aus langsam.
Für mehr habe ich nicht. Aber hier gab es einiges noch. Also wir haben uns den Kredit jetzt geholt. Wir dürfen in die Lösung gucken. Wir sind auch ziemlich am Ende angelangt von der Folge. Darfst du dann auch behalten danach? Ich würde es mal hoffen, dass ich den danach behalten darf. Oder wir packen ihn in den Fundus für die nächsten armen Schweine, ja, ich glaube die sich auch hier rasieren müssen. Wir beenden die Folge heute, aber wenn wir das nächste Mal reingehen, dürfen wir in die Lösung gucken, damit wir dann gleich weitermachen. Das ist doch geil, haben wir schön erkämpft. Und ich gehe jetzt mit meinem zweiten Gesicht dann einmal einkaufen im Supermarkt. Mal sehen, wie lustig das wird. Na, als nächstes wird dann bei mir auch rasiert, ne? Jetzt bin ich als nächstes dran. Jetzt bist du als nächstes dran, ja. Aber jetzt lösen wir erstmal das. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Nochmal. Ja, Qualitätsfernsehen nennt man das. Schön. Ich habe echt mein Bestes getan. Das ist doch gut, ja. Ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen. Spiele mit besonders schönem Bart. Das war Spiele mit besonders schönem Bart. Präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alle Styles.